Ja, wie Sie gerade sehen konnten, kann man auf vielfältige Art und Weise nach Flensburg gelangen. Mit dem Schiff, mit dem Flugzeug, mit dem Auto sowieso. Ich bin nun mit der Bundesbahn gekommen. Ist der nördlichste Bahnhof der Bundesrepublik. Gar nicht weit von hier ist Dänemark. Und vor mir liegt die Stadt Flensburg. Stadt im Tal, umgrenzt von Hügeln. Heidelberg des Nordens, sagt man auch. 87.000 Einwohner hat diese herrliche Stadt. Vom Kriege so gut wie nicht zerstört. 20% der Bevölkerung sind Dänen. Flensburg, die schönste Stadt im Norden von Schleswig-Holstein. Flensburg hat die schönste Förde in ganz Norddeutschland. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften haben hier schon stattgefunden. Flensburg mit der sichersten Grenze in ganz Europa. Das ist nicht selbstverständlich. Gucken wir uns die Stadt mal näher an. Begleiten Sie mich. Wollen wir uns mal Ecken aussuchen, die noch nicht jeder kennt. Vielleicht auch nicht jeder Flensburger. Nur wenige Schritte vom Bundesbahnhof entfernt befindet sich der Carlisle Park. Carlisle, eine Stadt in England, mit der Flensburg schon seit Jahren eine enge Städtefreundschaft unterhält. Übrigens, zwischen 1933 und 1945 trug dieser Park die Bezeichnung Adolf-Hitler-Anlagen. Auf dem weiteren Weg in die Innenstadt treffen wir auf ein ganz besonderes, im Bauhausstil errichtetes Gebäude, auf das Deutsche Haus. Es wurde in der Zeit von 1927 bis 1930 erbaut. Zunächst war ein völlig anderes Dach vorgesehen. Aber die an dem Bau beteiligten Architekten wurden aus Berlin zurückgepfiffen und so finden wir heute dieses Flachdach vor. Die Stadt erhielt das Gebäude als Geschenk, weil 75-80% der Flensburger Bevölkerung 1920 Deutsch wählte. Das Deutsche Haus und der Bahnhof stehen auf Pfählen. Das war notwendig, weil hier seinerzeit zwei Mühlenteiche vorhanden waren. Man konnte sogar von der Stelle, wo heute der Bahnhof steht, mit einem Boot in die Förde schippern. Nur wenige Schritte vom Deutschen Haus entfernt treffen wir auf den Südermarkt. Blicken wir einmal 30 Jahre zurück. Wie sah es damals in Flensburg aus? Die Nikolaikirche am Südermarkt. Genau hier kreuzen sich der Heerweg nach Skandinavien und die noch ältere Straße von Nordfriesland nach Angeln in die Urheimat der Angeländer, der Engländer. Was aber zunächst vor allem interessiert, wo sind die schönen alten Häuser, von denen so oft die Rede ist? Ja, also wenn Sie den Holm hinuntergehen, hier diese Straße, werden Sie so manches Zeugnis alter Baukunst finden. Und schauen Sie bei der Gelegenheit auch mal in die romantischen Höfe hinein. Es gibt viele